Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute behandeln wir ein bekanntes BMW-Problem und zwar das Steuergerät für die Beleuchtung. Das Steuergerät fällt aus, es funktionieren bestimmte Komponenten nicht, wie die Fensterheber, wie die Blinker, wie die gesamte Beleuchtung. Bei manchen Fällen zeigt er nur Fehler an und es funktioniert alles. Das werden wir in diesem Video behandeln. Dieses Video kann für jeden BMW und Mini angewendet werden, ob das so ein Modell ist, wie wir hier haben, ein E90 oder neuere Modelle oder ältere Modelle. Alle Fahrzeuge haben eins gemeinsam, dass das Steuergerät für die Beleuchtung oft kaputt geht. Das Problem ist, dass dieses Steuergerät sehr teuer ist und oft auch nicht lieferbar. Viele dieser Probleme können wir auch aus der Ferne lösen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt nach Hamburg kommen mit dem Fahrzeug oder uns Steuergeräte zuschicken. Viele Sachen können wir aus der Ferne lösen, indem wir euch so ein Kabel zuschicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen. Gebrauchte Steuergeräte programmieren, Updates draufspielen, Codierungen und viele Sachen mehr. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo man das Steuergerät leider zu uns bringen muss oder zuschicken muss. Dann geht das aber sehr schnell. Das heißt, wir bekommen das Steuergerät und schicken das am selben Tag wieder an euch zurück, damit das Fahrzeug nicht so lange ausfällt. Wie kommt das Ganze überhaupt zustande? Das Problem ist, dass diese Steuergeräte einen eingebauten Software-Defekt haben. Dieser Software-Defekt wird sich erst dann bemerkbar machen, wenn ihr eine Diagnose bei dem Fahrzeug macht, indem das Steuergerät neu gestartet wird für die Beleuchtung oder die Batterie abklemmt. Und häufig ist das so, wenn zum Beispiel das Fahrzeug in einer Werkstatt war und die haben irgendwas an dem Auto gemacht, danach funktionieren die Komponenten nicht und man denkt, die Werkstatt hat was falsch gemacht. Das ist leider nicht der Fall. Denn dieses Problem, dieses Softwareproblem schlummert schon sehr lange in diesem Steuergerät und ihr merkt das nicht. Vielleicht fahrt ihr seit einem Jahr oder zwei oder seit fünf Jahren vielleicht damit durch die Gegend und als der Steuergerät gezwungen wurde, einen Neustart zu machen, dann merkt man, das Steuergerät fährt nicht hoch. Wir haben die Möglichkeit, das Problem zu lösen, und zwar dauerhaft zu lösen. Das bringt uns relativ wenig, wenn wir für viel Geld ein neues Steuergerät bei BMW uns einbauen lassen, wenn es überhaupt lieferbar ist, denn das Problem wird irgendwann wieder passieren. Deswegen haben wir eine Möglichkeit gefunden, eine modifizierte Software oder mit einer modifizierten Software diese Steuergeräte zu bespielen, damit das Problem einfach in Zukunft nicht mehr passiert. Es ist natürlich deutlich günstiger, als wenn man ein neues Steuergerät kauft und auch natürlich vor allem auch sicherer. Das heißt, jede Art von Problemen, Softwareproblemen können wir natürlich beheben. Wenn es ein Hardwareproblem ist, dass das Steuergerät zum Beispiel voll Wasser gelaufen ist oder ihr habt falsch überbrückt, dann können wir natürlich euch auch eine Plug-and-Play-Variante anbieten. Wir schicken euch ein passendes Steuergerät, vorkodiert, ihr baut das ein und das war's. Bei dem Steuergerät, was ihr uns zuschicken müsst, wenn es so der Fall eintreten sollte, dass ihr es zuschicken müsst, das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum, das heißt bei der A-Säule. Das heißt, in diesem Bereich, so ist das verbaut, ne? Das heißt, so sitzt das im Fahrzeug. Wir haben drei Stecker, 1, 2 und 3. Ihr baut das Steuergerät aus und schickt uns das Steuergerät einfach zu. Wir bespielen das Ganze, ihr baut das ein und alles funktioniert. Und dann ist das Thema auch für immer erledigt. Bei manchen Fahrzeugen habt ihr ein Softwareproblem, dass bestimmte Komponenten, kannst du vielleicht immer da gehen, das ist besser. Bei manchen Fahrzeugen hat man einfach ein Softwareproblem, dass zum Beispiel bestimmte Komponenten der Beleuchtung nicht funktionieren. Das heißt, dass eine Beleuchtung nicht funktioniert oder eine andere Lampe und das Resultat des Ganzen ist trotzdem das gleiche, dass das Steuergerät getauscht werden muss. Oder andere Fälle haben das Problem, dass alles scheinbar funktioniert, aber ihr habt trotzdem eine Fehlermeldung. Das ist ebenfalls ein Softwareproblem, was man auch lösen kann. Ihr könnt uns da auch gerne ansprechen, dann werden wir eine Lösung euch anbieten. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, hier können wir zum Beispiel bei dem Mini sehen, wo das Steuergerät verbaut ist. Das heißt, wir müssen diese Abdeckung hier abnehmen. Die ist einfach nur reingeklipst. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Und dann hat man hier gleich das Steuergerät. Hier haben wir den einen Stecker und von der anderen Seite haben wir noch zwei weitere Stecker. Die muss man abtrennen. Dann haben wir hier einen, eine 10er Mutter und da oben haben wir eine 10er Mutter. Das war's. Dann kann man das Steuergerät ausbauen und uns zuschicken.